Es ist kalt, sage ich jetzt schon mal. Aber you have to do what you have to gotta do, right? So, eben noch Kennzeichen umgeschraubt, mein schönes altes. Da muss ich auch noch irgendwo einen Platz versuchen. Das muss irgendwie, ich meine, das war das Erste, was da dran war. Blau sieht jetzt natürlich grenzbeschissen aus, aber hey, naja. Und ich kann euch mal zeigen, das ist das aus dem 3D-Drucker. Ist doch gut geworden, oder? Ja, das kommt dann hinten an den Anhänger ran. Und dann passt das auch soweit. Ja, hier seht ihr schon mal die Teile, die noch da sind. Die werden wir auch viele davon brauchen. Die werden wir brauchen, bald. Die werden wir bald brauchen, kommen aber nochmal neu. Den werden wir brauchen, die werden wir brauchen. Das braucht man immer. Das kann ich euch mal zeigen. Ja, so sieht er aus bei mir. Der ist schon kaputt. Ich muss mir da, also ich weiß nicht, ob ich dieses Nachbauschloss noch weiter benutzen möchte. Jetzt habe ich nur noch einen Schlüssel. Aber ja. Naja, was ich auch geil finde, bevor es gleich losgeht im eigentlichen Video. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so cool findet, aber diese Batterie hier, das ist die, die in mein Mikrofon drin ist. Ich habe ja ein Lavalier-Mikrofon ins Helminnere gelegt und das braucht so eine Batterien. Und die habe ich natürlich zufällig genau auf Lager. Ne? Es ist ein Traum, sage ich euch. Ein Traum. Guti. Was steht heute an? Ja, heute werden wir uns von einem alten Freund verabschieden müssen. Der Titel vom Video oder die Ansage eben gerade, das Intro nennen wir es mal, das war kein Clickbait. Wir werden uns wirklich von einem alten, geliebten Teil dieses Mopeds hier verabschieden. Ich weiß, das wird manche überraschen. Und wir werden auch auf etwas gehen danach, was noch mehr überraschen wird. Ja, das sehen wir dann nachher. Aber vorher noch ein anderes Thema. Ich habe jetzt wirklich einiges bestellt. Ich habe bei Ostoa so eine kleine Bestellung aufgegeben. Natürlich wie immer dank euch, die ihr das Affiliate-Programm so gut benutzt und meinen Link bei den Bestellungen immer eingebt, konnte ich eine Kleinigkeit bestellen. Super cool. Sind ein paar, ich sag mal, Gadgets bei. Nicht Sachen, die ich jetzt zwangsläufig unbedingt brauche, besonders nicht im Moment. Aber welche, wo ich mir sage, boah, das ist nice to have. Und wo ich auch weiß, dass das später mal gebraucht wird, zu 100%. Mir fällt gerade ein, ich habe die Versicherungspapiere gar nicht mit, die neuen. Na egal. Da ist zum Beispiel bei jetzt für die Yamaha zum Lackieren, kennt ihr bestimmt, ne? So eine Pistole, die auf die Spüldosen drauf passt, damit du leichter lackieren kannst. Und das, was wir jetzt gerade sehen hier, ist auch Grund für später, worum es später gehen soll. Ja, wir haben jetzt 63 mit wenig Gegenwind auf der kompletten Geraden und der Motor schreit ja nicht. Ja? Der ist ja in freie Vollgas. Und das finde ich nicht gut. Aber dazu kommen wir nachher. Ja, nebenbei noch, weil ja immer die Leute fragen, oh, der Temperatursensor, funktioniert das denn überhaupt? Der ist doch nicht dafür ausgelegt. Ja, funktioniert wunderbar. Heute ist sehr, sehr frisch, aber ich sag mal so 120, 125 ist so normal, von den Temperaturen her. Ja, was habe ich im Intro damit gemeint, als ich sagte, wir verabschieden uns von einem alten Freund? Ja, es ist der Zylinder. Und zwar habe ich diesen Zylinder noch dabei. Ich habe ihn jetzt mal sauber gemacht. Wer diesen kennt, ihr bestimmt alle noch, die Videos verfolgt haben, wer ihn kennt. Du bist vielleicht besser, seht. Ich habe einfach nur das Stückchen Laufbuchse, was von oben rüber geguckt hat, jetzt entfernt. Ich kann mal von oben meine Arbeit angucken. Ich finde dafür, dass ich das gerade mit der Bohrmaschine. Diejenigen unter euch, die den Channel schon länger verfolgen, wissen, dieser Zylinder, der lag einfach damals bei, als ich den Motor gekauft habe. Der Motor kam auch in Teilen und da lag dieser Zylinder bei. So, ich habe geguckt, oh cool, originale Markierung drauf, ist ein originaler Zylinder. Habe ihn zum Schleifen, zum Honen geben lassen. Habe ein ZT-Tuning-Kolben gekauft, den eingebaut. Und kurz vorher, also habe einen ZT-Tuning-Kolben dazu gekauft. Und ja, dann haben welche von euch zum Glück drunter geschrieben, ey,
Da unten die Laufbuchse, die ist so ein Stück abgesetzt. Das ist doch ein Mofa-Zylinder, also für S53 zum Beispiel. Das ist doch ein 50 km/h Zylinder. Und ja, ich habe nachgeguckt, ihr hattet recht. Gibt nicht so viele anscheinend davon. Und das war so einer. Was für mich natürlich gar nicht in Frage kam. Ich will ja 60 fahren und nicht 50. Das ist ja scheiße. Also, was habe ich getan? Ich habe mir bei eBay oder Amazon, glaube ich, war das, ein paar Fräser bestellt. Und habe das weggefräst, das übrige Stück, in den Auslasssteuerzeiten. Natürlich komplett unbehagen, wie ich bin. Einfach gemacht. Ja, jetzt ist das, mag vielleicht von der Leistung her noch ein bisschen gehen, was ich getan habe, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Aber es gibt so viele Sachen, die mich ärgern. Zum Beispiel, ich weiß nicht, von hier aus sieht man es bestimmt nicht so gut. Der Zylinderkopf, der ist nicht plan drauf, der suppt hier und da durch. Ich glaube, ihr könnt das nicht so gut sehen. Kann auch sein, entweder vom Werk, weil es eigentlich ein neuer von FEZ damals war. Den habe ich aber ein bisschen plan gemacht oder versucht, die Quetschkante auszugleichen, habe ihn abgestiffen. Wahrscheinlich kommt auch komplett falsch. Das ist sehr, sehr gut möglich. Und da, wo jetzt der Dreck liegt, da suppt er halt durch. Dann habe ich das Krümmergewinde ist im Sack gewesen. Da habe ich diese Krümmermutter nachträglich raufgeschraubt. Hält natürlich auch nicht. Ne? Suppt, man sieht es hier gut von der Seite. Da, ne? Suppt da komplett runter. Hat mir schon den Auspuff eingesaut. Super. Denn Problem, der Vergaserflansch. Mal gucken, seht ihr das? Ja, ein bisschen seht ihr es. Der Vergaserflansch, der ist schon komplett so ausgeleiert. Du kriegst den Vergaser nicht gerade drauf, richtig. Und man sieht es auch, ich muss auf beiden Seiten mit Muttern kontern. Fürchterlich. Fürchterlich. Du hängst mir aber eigentlich ein bisschen was an diesem Zylinder nach. Das ist natürlich nicht geil, ne? Wenn es überall rausläuft und undicht ist, dann kriegst du es natürlich auch nicht gut abgestimmt. Und die Maschine läuft auch, stand nicht so gut, wie sie laufen sollte. Denn die Problematik, dass er mir manchmal ausgeht, vielleicht sind auch ein paar Sachen davon, eine Vergaserabstimmung, keine Frage. Aber das am Zylinder, guck mal, Einlass ist für den Arsch, Auslass ist für den Arsch, Dichtfläche dazwischen ist doof. Unten weiß ich nicht mal. Kann auch sein, dass er damals, was weiß ich, abgekriegt hat und deswegen mit einfach beigelegt wurde. Keine Ahnung. So, ich schmeiß den Zylinder natürlich jetzt nicht weg, da ist zu viel Arbeit meinerseits reingeflossen. Auch wenn er diese ganzen Probleme hat. Aber benutzen kann ich ihn so ja jetzt auch nicht. Wenn einer von euch Zuschauern darunter ist, ja, der sagt, ey, ich mach sowas regelmäßig, deine Probleme kriege ich alle wieder hin, gar kein Problem, Diggi, und dann nochmal rüber geht und auch vielleicht über die Steuerzeit nochmal rüber geht und entweder ihn vielleicht optimieren kann oder wenigstens meine Fehler alle einigermaßen begradigen kann, dann meldet euch sehr gerne. Ich habe jetzt natürlich 9-Zylinder gekauft, weil wenn ich das eine Firma machen lassen würde, würde das preis-leistungstechnisch gar keinen Sinn machen. Also entweder ihr habt richtig Bock da drauf und wollt einfach nur zeigen, was ihr könnt, oder das Ganze muss für einen Schmaltaler passieren, weil sonst hätte ich da, wie gesagt, wird das wirtschaftlich gar keinen Sinn machen für den alten Zylinder. Leider. So, nur die große Quizfrage, was habe ich denn bestellt für einen Zylinder? Also ich kenne ganz viele, die würden jetzt sagen, 50 Kubik MZA ist mir natürlich nichts. Und was jetzt kommt, ich weiß, da werdet ihr sagen, was, der Frontline? Nein. 50 Kubik Sport RZT. Ja, meine lieben Freunde, es kommt ein Tuning-Zylinder da drauf. Ich habe extra darauf geachtet, 50 Kubik. Ich will nicht Rennen fahren. Ich will hier nicht vor den anderen coolen Dudes angeben können und sagen, hier, ich fahre 80, ich fahre 90. Ist mir alles scheißegal, das brauche ich alles nicht. Was mich aber stört ist, so wie ihr es gerade gesehen habt, ich fahre und fahre Vollgas und ich muss schon das Moped quasi richtig quälen, um da meine 62 km/h zu erreichen. Das will ich nicht. Ich will aber auch nicht Rennen fahren oder so ein Quatsch. Was ich aber gerne hätte, ist, wenn ich 60 fahre, dass ich das nicht im Vollgas machen muss, dass ich noch ein bisschen Reserve habe, keine Ahnung, vielleicht noch eine Viertel Gasdrehung oder so. Das wäre mir eigentlich ganz lieb, denn jault der Motor auch nicht so und ich glaube, das ist auch ein bisschen besser für ihn, als hier die ganze Zeit mit Vollgas fahren zu müssen. Darum kommt der. Dann habe ich noch bestellt PZ-Tuning. Ich habe ja das Video gesehen von Simson 4.0 mit den Nachbauluftfiltern, mit dieser neuen Bauart. Genauso einen habe ich verbaut. Offensichtlich ist der noch schlechter als der alte. Und darum habe ich einen gekauft von PZ-Tuning. Nicht der große, also die Bauart ist die gleiche wie der alte Luftfilter, so ein kleines Ding nur, aber mit Vlies drin, dass da ein bisschen mehr Luft durchkommt. Und ich habe gekauft, um das Problem mit dem Zylinderkopf zu beheben, vom PZ-Tuning noch einen Zylinderkopf mit so einem Gummiring drin.
dass das richtig, 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 richtig schön abgedichtet ist. Und dann, ja, bei dem RZT-Zylinder sind Barrikit-Kolben bei, oder einer wäre so gesagt, dann sollten die ganzen Problematiken alle weg sein, dann kann man das schön einstellen, dann kann man auch mal den Vergaser in Ruhe abschrauben, wer glaubt mir, das da abzuschrauben, ne? Da brauchst du immer zwei Schlüssel und dann haddelst du da. Und wir wissen ja eh, dass Muttern auf dem Vergaser schrauben eh schon mal eine Kacke ist. Und dann tüdel und tüdel und oh nee, Diggi. Ja, darum habe ich mich für einen 50 Kubik Sportzylinder der Firma RZT entschieden. Weil MZA, alles was ich gelesen habe, ich habe nichts gegen MZA. Viele Teile sind von denen, aber so ein Zylinder von denen, da höre ich jetzt nicht so super Gutes von. Und auf gut Glück jetzt irgendeinen DDR-Zylinder zu besorgen, wo ich nicht mal weiß, ob er wirklich DDR genau ist, weil das... Da fehlt mir das perfekte Wissen für. Und den dann wieder schleifen, holen, wieder einen Kolben dazu kaufen etc. Das wären auch wieder, keine Ahnung, 100, 140 Euro gewesen. Und das wäre mir dann einfach zu viel für wieder Risiko. Da nehme ich jetzt eine bekanntere Firma, die kann ich anschreiben, wenn was ist und sagen, ey Leute, nicht wie ihr versprochen habt, gar nichts funktioniert hier und kann mit denen ein bisschen kontaktieren. Ja, und deswegen, um mal wieder auf den Anfang zu kommen, ist das die letzte Fahrt mit meinem geliebten alten, ich schätze mal S53, vielleicht ein späterer SR50 Zylinder, da kenne ich mich nicht aus, das könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr glaubt, was es ist oder was es war. Ich glaube ja S53, ich weiß gar nicht, der SR50 nach der Wende wurde ja glaube ich auch als 50 km/h Modell verkauft, hat ja auch M500er Motor, also sollte das auch möglich sein. By the way, vielen, vielen Dank, das Gewinnspiel ist ja erstmal vorbei mit der schönen S-Bag und trotzdem seid ihr immer noch so fleißig am Abonnieren. Das ist echt krass. Ich blende euch hier mal ein. Ich weiß nicht, ob die Statistik sich schon ein bisschen bewegt hat, wie viele von euch Abonnenten sind und wie viele nicht. Aber vielen, vielen Dank für jeden einzelnen von euch. Ich bin auch hochmotiviert, das weiterzutun. Besonders jetzt mit den Videos. Der Anhänger ist fertig. Die Yamaha wird aufgebaut. An der Simson wird fleißig weitergeschraubt. Und da habe ich noch was, wo wir schon mal beim Schnacken sind ein bisschen. Die Griffe. Also erstmal, das bleibt da. Ich sag's nur. Ne? Ich will jetzt keinen ansprechen, wer das immer doof findet, aber das bleibt da. Die Griffe. Die Griffe, so wie die Griffe, die Fußschaltung und der Ganghebel, Kickstarter und Schalthebel, das Orangene kommt alles wieder weg. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ihr da irgendwelche Vorschläge habt. Ich habe mal geguckt im Sausewind-Shop, da kriege ich zumindest die Hebelchen. Und wenn ich wollte, Hitzeschutz, will ich aber nicht in Gold. Jetzt weiß man wieder nicht, andere Hersteller, ob das Gold passt. Darum habe ich gedacht, alles klar, weißt du was, Diggi? Das nehme ich in Schwarz. Okay, können wir uns einigen? Schwarz, cool. Das da unten, ich habe es jedenfalls bisher nicht gefunden. Gibt es irgendwie nicht in Schwarz, das gibt es nur in Carbon. So ein Carbon für Elefants will ich da aber eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt nicht so der größte Carbon-Fan. Gut, bei den Aufklebern macht es noch cool, aber da unten will ich kein schwarzes Carbon. Also, ja. Habt ihr vielleicht Alternativen für Schalthebel und Kickstarter in Schwarz? Könnt ihr auch die Original nehmen, aber die finde ich jetzt nicht schön. Das finde ich eigentlich ganz geil, so muss ich sagen. Ja. Und so ein paar kleine Reihen und Tüfteländerungen. Dann habe ich gefunden, gibt es bisher nur auf Kleinanzeigen, einen Weißwandreifenreiniger, der echt krass sein soll. Ist mir aber noch zu teuer. Ich glaube 30 Euro so eine kleine Buddel. Muss man mal gucken, können wir auch nochmal austesten. Also ihr seht, es passiert. Und was ich auch wieder einführen will, aber dafür können wir, glaube ich, losfahren. Gucken. Du Gute, hast du Bock? Sag mal, hast du Bock? Oh, Schnuckelchen. Ah, ist heiß drauf, wa? Winterschlaf ist vorbei. So, und dann würde ich gerne ein Format wieder einführen, beziehungsweise weitermachen, was wir letztes Jahr schon mal hatten. Und zwar das Format... Ah, ich liebe es. Das Format Frontline. Ja, ein Format, in dem ihr Fragen stellen könnt. Und wie macht ihr das? Ihr schreibt unten einfach in die Kommentare das Hashtag FragFrontline. Und dahinter eure Frage. Ich fasse nochmal zusammen, damit wir einen kleinen Schlachtplan haben, wie es jetzt hier nichts weitergeht. Wenn schönes Wetter ist, hoffe ich, dass die Reihe FragFrontline weitergeht. An der Simson hier werden wir optisch und leistungstechnisch noch ein paar Sachen machen. Leistungstechnisch habt ihr ja mitgekriegt, nicht so krass, aber ein paar Veränderungen auf jeden Fall. Optisch ist da auch noch nicht Feierabend. So ein Projekt-Setting zu Ende. Sobald der Anhänger richtig gut in Betrieb genommen werden kann, der soll ja mal ein Angelanhänger werden, werden wir uns vielleicht auch nochmal mit dem beschäftigen, wegen Halterung und
Da sind ja in den Ecken so vier Kantrohre drin, dass man da vielleicht mal guckt, was man da Schönes bauen kann. Das ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Ja, der geht ja noch weiter. Da bin ich auch mal ganz gespannt am Ende auf die Kostenrechnung, wenn die fertig ist. Weil ich glaube, das wird noch mehr als die Sinnvoll werden. Da steht ein Schiss vor. Der einzige Vorteil, Schrägstrich Nachteil, also das Büro, was tatsächlich ein Kontrolle ist bei der Yamaha, dass ich das so original haben will. So original wie möglich. Was schon bei den Faltbelgen gescheitert ist, aber das zeige ich euch dann. Ja, jedenfalls habe ich da dann ja nicht die Möglichkeit für so einen außergewöhnlichen Schrägstrich mit dem goldenen Felgen. Das wird dann nicht passieren. Da kommt ein Originalfelgen drauf. Und. Was natürlich schön macht, da ich mich dann nicht so künstlerisch aufgeben kann, weil das Feuer ist immer ein Abend, warum auch immer, macht natürlich gleichzeitig schwer, weil der Markt sehr begrenzt ist und sich nicht auf Neuteile zugreifen kann. Sondern im Idealfall, das Beste ist immer New World Stock, ne, NOS. Aber das zu finden ist schwierig. Aber ja, ich weiß, ich sag schon, aber da will man nichts mit dir drauf halten. Ja, denn wie gesagt, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, unterstützt den Kanal immens. Zeigt mir, dass ihr mehr von meinem schwachsinnigen Gelaber, Gebastel oder sonstiges sehen wollt. Und ermöglicht mir natürlich, sobald ich gewisse Reichweiten erreicht habe, auch wieder Gewinnspiele für euch rauszuhauen. Wie zuletzt die Tasche. Davor hatten wir von Ostoase gesponsert gekriegt. Da gab es für euch ein paar Goodies und Gutscheine. Davor waren es die Sticker und. Also ich bin da immer, wenn ich eine Firma anschreibe, wie zuletzt bei der S-Bag, dann nie für meinen eigenen Nutzen. Wenn ihr das glauben wollt oder nicht, müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Aber wenn immer ich eine Firma angeschrieben habe, was bisher glaube ich noch zweimal passiert ist, dann habe ich die für meinen Eigennutz gefragt. Und ich wollte auch nie was kostenlos für mich haben. Ich habe dann immer gefragt, ey Dude, hier, das ist geil, meins würde ich natürlich bezahlen. Ich würde das Produkt gerne vorstellen. Kann ich da, können wir da irgendwas machen, dass die Zuschauer wissen, was davon haben. Und da ist ja der Michel von S-Bag gleich noch reingegangen, hat gesagt, klar, hier, und hat sogar meine so gegeben, was ich nie gefragt habe. Also ja, kurz gesagt, ein Abo wäre super, super nice von euch. Ich meine, das mag jetzt komisch klingen, das ist dieser Spiegel, der ist so kacke, ne? Kauft euch nicht diese Spiegel, kauft euch bloß nicht diese Spiegel, Mann. Man mag sich jetzt natürlich fragen, warum dieses Video zwischendurch, hätte auch alles beim nächsten Mal in Ruhe erzählen können. Aber frag mich nicht warum, es war mir irgendwie wichtig. Noch meine letzte Fahrt mit dem Zylinder, an dem ich da im Keller rumgebastelt habe, mit der Fräse, wie ein Idiot, dass ihr das seht. Oder dass das festgehalten wurde. Ich weiß nicht, sondern der Zylinder begleitet mich ja irgendwie. Das war im Endeffekt eine kleine Nullnummer und ich habe es wahrscheinlich noch schlechter gemacht, als es eigentlich war. Aber hey, trotzdem war ich da. Das gehört jetzt mit zum Lebenslauf von diesem Opel, von meinem Opel. Während andere sagen, oh, ich hatte hier schon mal einen LT60 oder ich hatte hier schon mal, keine Ahnung, was gibt es noch, von PZ-Tuning so und so oder ZT-Tuning oder was gibt es gerade zu machen, kann ich sagen, ja, du, ich hatte mal einen Zylinder im Bauch. Das war eigentlich ein 50er Zylinder. Da habe ich im Keller mit der Fräse drüben gestochen. Lief gar nicht so kacke. So, kann ich das sagen. So, ich fahre zurück in die Garage, es ist ziemlich kalt. Dann mache ich meinen Spiegel fest und ja, ich warte jetzt auf Magnete von den ganzen verschiedenen Shops. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wie gewohnt in der Garage wieder und basteln ein bisschen. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.